Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Great Lake. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen amerikanischen Stadt und machen heute ein wenig weiter. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt über die 40.000 Einwohner und ich möchte eigentlich gerne mal beginnen, hier langsam mit dem Frachthafen anzufangen. Ja, mal gucken, wie wir das Ganze hinbekommen. Ich habe mir so ein Plätzchen rausgesucht. Wir haben leider keine Schiffsrouten, deswegen müssen wir da ziemlich viel von Kacheln am Wasser freischalten. Aber da wir ja eine Mod haben, wenn wir dann alle Kacheln, die wir kaufen können, gekauft haben, wo wir dann alles freischalten können, deswegen ist das nicht so das große Problem. Und dadurch haben wir auch nicht unbedingt den Stress, weil am Ende des Tages werden wir eh alle Kacheln dann freigeschaltet haben. Und dann können wir eh alles bebauen soweit. Ja, deswegen, da werden wir uns heute mal ein bisschen drum kümmern, liebe Leute. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Die Idee, die ich hätte, wäre, dass wir hier diese Insel, wo die Brücke noch drüber geht, dass wir diese Insel vergrößern. Und auf diese Insel packen wir dann den Frachthafen. Nicht alle, sondern vielleicht ein oder zwei Stück. Einen möchte ich auch so ein bisschen ans Festland machen, aber ich möchte gerne schauen, dass wir da vielleicht auch sonst drumherum bei dem Frachthafen auch nochmal Industrie aufbauen. Da müssen wir natürlich die Insel schon um einiges vergrößern, aber das stört uns ja nicht. Das können wir ja machen, das ist kein Problem. Und wir müssen mal gucken, dass die Brücke natürlich dann schon mal ein bisschen weitergeht und dann auch natürlich komplett schon mal über diese Insel geht. Und da müssen wir halt auch die Kacheln freischalten. Das werden wir mal anschauen, wie wir das am besten hinbekommen. Also, wir haben ja ein paar zur Auswahl, die wir kaufen können. Wir können mal den Schwung kaufen. Und ich überlege gerade, da die Insel hier größer werden soll, wir machen hier auch nochmal auf den beiden Seiten ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier halt einmal einen Weg schon mal dahin verlegen. Und gucken wir mal, wie wir das vielleicht hier hinbekommen. Das müssen wir dann sehen, wie das Ganze funktioniert. Es wäre auf jeden Fall sehr lieb von euch, wenn ihr hier eine Bewertung dalassen würdet für dieses Video. Und natürlich könnt ihr den Kanal hier auch gerne kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und im angepinnten Kommentar findet ihr auch neuerdings, wie auch in der Videobeschreibung, die Modliste, die vom, glaube ich, 13. Mai ist. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen, wenn ihr euch interessiert dafür, welche Mods ich hier verwende. Da habt ihr dann so einen Twitch-Clip, wo ich das eben aufgenommen hatte. Wir gucken mal. Jetzt wird die halt schon höher, ne? Jetzt wird die schon höher, aber wenn drunter dann Gebäude stehen, so wie hier, dann passt das eigentlich auch wieder. Da würde ich gerne jetzt mal gucken, dass wir hier erstmal diese Insel soweit aufbauen. Dass das soweit passt. Na gut, das muss jetzt noch nicht so, hupsala, das muss noch nicht so perfekt sein. Weil da kommt ja auch noch die Straße dann hin. Und das macht so, dass das auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen stärker ist. Auf jeden Fall können wir auch in die Richtung zum Beispiel auch einen Frachthafen machen, der dann eine Verbindung bekommt mit einem Frachthafen hinten, dass die so, sag ich mal, im Handel sich befinden. Könnte man vielleicht auch machen, oder? Wäre das eine Idee? Das wäre auch eine Idee. Das heißt, wir orientieren uns mal darauf, dass auf allen Seiten, die wir hier haben, dass wir da auf jeden Fall versuchen, irgendwie Frachthäfen auf die Beine zu stellen. Aber die Insel soll halt noch um einiges größer werden. Das ist halt wieder so ein wenig, wenn wir da detailliert vorgehen, das ein bisschen durchplanen, weil das soll ja auch wieder dann so eine Kaimauer hinkommen. Das heißt, wir werden da eine Straße durchplatzieren. Ich hatte überlegt, ob wir hier nochmal einen Frachthafen hinstellen auf die andere Seite. Ob wir das dann irgendwie gut angeschlossen bekommen, weiß ich nicht. Das ist so die andere Sache. Muss man mal schauen. Ich nehme jetzt einfach euch mal mit hier in die ganzen Geländebearbeitung. Huch. So. Gehen wir hier mal so durch. Okay. Wir müssen dann Stück für Stück das mal machen. Jetzt überlege ich gerade. Wir gehen hier hin. Wir wollen da so einen Kanal erstellen. Das ist hier die Idee. Wie gesagt, das soll natürlich schon hier alles ein bisschen größer werden. Ein bisschen Fläche kommt dann ja noch weg. Hm.
So zu groß natürlich auch nicht. Da kommen wir dann langsam hier in die Nähe. Okay, ich glaube, das wird eine der größten Inseln, die ich jemals aufgeschüttet habe. Von der Fläche her, sonst waren die deutlich kleiner immer. So, das haben wir schon mal. Ja, jetzt können wir hier nämlich schon mal gucken, wie wir das mit der Straße machen. Also hier kommt ja kein Hafen hin. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir halt nur dort die Sachen so weit ausbauen, wo halt kein Hafen hinkommt. Sonst bringt uns das nicht viel. Machen das so. Gehen hier nach vorne. Gehen hier durch. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr... Hier nochmal in den Snap. Zack. Gehen hier durch. Das würde ich, also wenn ich die Mod nicht hätte, würde ich das tatsächlich nicht machen, muss ich zugeben. Das wäre mir dann viel zu anstrengend. Aber darüber geht es halt um einiges einfacher. So. Vor allem bleibt das halt auch dann das. Muss ich hier mal ganz kurz... Das ist halt jetzt bei der kleinen Straße natürlich ein bisschen das Problem, dass wir hier dann ein bisschen schauen müssen, dass hier natürlich mir bis zur Mitte zurückgehen. Kann man ein bisschen größer, kann man es vielleicht machen? Ja, doch. So. Ich gucke immer, dass halt dann bis ungefähr zum gelben Streifen jetzt in dem Fall, mit dem Bereich dann hier, dass man da ungefähr in der Mitte ist. Jetzt gehen wir nämlich zu weit rein, wie man hier dann gesehen hat. So. Das haben wir. Jetzt machen wir hier das natürlich hier unter Wasser noch ein bisschen schöner. Jetzt haben wir hier nämlich verschiedene Höhen. Dann haben wir hier nämlich einen Kanal durch. Das könnte nämlich, glaube ich, eine ganz coole Geschichte werden, wie man hier sieht. Gerade wenn wir hier die Industrie haben. Ich wollte die Industrie ja nicht so groß werden lassen, aber ich habe mir dann doch gedacht, komm, wenn wir hier so einen Frachthafen hinmachen, wäre das vielleicht keine so schlechte Idee. Ich muss natürlich auch nochmal schauen, wie wir es hinkriegen, dass wir vielleicht hier auch nochmal einen Bahnhof hinbekommen. Das heißt, der Bereich hier wird auf jeden Fall deutlich größer, als ich es eigentlich vorhatte. Ich sage ja, so ändern sich immer diese Sachen. Ich überlege mir immer ein paar Dinge. Und dann ändert sich das dann doch wieder. Da müssen wir jetzt natürlich hier auch auf der Seite vielleicht schauen, dass wir irgendwie es hinbekommen, dass wir die Gleise starten, weil die Frachthäfen hier drüben, die werden keine Gleise beinhalten. Höchstwahrscheinlich, das weiß ich halt auch noch nicht sicher. Ich würde gerne hier dann mal schauen, das war falsch, dass man hier dann auch nochmal ein Stückchen weiter geht. Das ist nur die Sache... Jetzt geht das hier natürlich, ja hier am Rand entlang, das ist halt sehr, sehr schwierig zu bebauen auf jeden Fall. Das sind so diese Schrägen hier runter, das ist so schwierig. Aber wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen hier eine Zuglinie durchhaben, also hier für die Güter, dann müssten wir jetzt halt von hier aus schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass wir diese Güterlinie auch so ein bisschen in die Stadt reinbekommen. Ja, Güterbahnhöfe in der Stadt sind zwar immer ein bisschen Horror, muss ich zugeben. Aber das möchte ich gerne mal versuchen, ob das klappt. Das wäre hier drüben. Da ist die Frage, ob man dann auch nochmal ein bisschen aufschüttet. Das war jetzt meine Überlegung, dass wir zum Beispiel hingehen. Dass wir hier... dann ungefähr das gleiche machen wie drüben und hier dann an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen Bereiche halt aufschütten, dass es hier einfach Fläche dazu bekommt, dass diese Schräge halt wegfällt. Ich sage ja, ich habe so grob habe ich Ideen, aber ganz ist es natürlich auch noch nicht durchdacht. Wenn ich jetzt überlege... Wenn ich jetzt nicht alle Kacheln am Ende freischalten könnte, würde ich das, glaube ich, nicht machen. Weil das wären mir viel zu viele Wasserkacheln, die ich dann hier sozusagen für das, was ich hier vorhabe, freischalten müsste. Man kann sich es vielleicht noch nicht so ganz vorstellen, wie das am Ende des Tages aussieht, aber mal gucken, ob das was wird. Hier nochmal ein bisschen Fläche, weil wenn hier sollen ja auch Häfen dann hinkommen.
Das heißt aber auch, die Industrie wird dadurch größer. Da müssen wir natürlich mit den Anschlüssen auch ein bisschen gucken, wie wir das dann natürlich machen. Das weiß ich halt alles noch nicht. Da würde ich die Schräge tatsächlich lassen. Ein bisschen. Hätten wir hier nämlich einerseits für einen Frachthafen, andererseits für hier die, für den Güterbahnhof eine Verbindung. Da könnten wir hier nämlich rumgehen und könnten hier dann, da wird es halt auch wieder schwierig, wie man hier sieht, ne? Wir müssen von hier unten, müssen wir dann gucken, dass wir hier nach oben gehen. Und das mit der Güterlinie. Und da ich ja das Zugnetz ein bisschen größer ausbauen möchte im Allgemeinen, möchte ich da auch viel, viel mehr bei den Güterbahnhöfen mit Gleisen auch drumherum arbeiten. Ja, das ist so die Idee. Wir brauchen aber, glaube ich, erstmal den Frachthafen an sich. Das werden auch viel zu viele Frachthäfen hier werden. Am Ende des Tages, also so viel bräuchte man gar nicht, aber ich brauche es trotzdem rein wegen dem optischen Aspekt. Und werde jetzt hier nochmal ein bisschen weitergehen. Das war nicht das richtige Tool, by the way. Werde hier diese Insel weiter ausschütten. Da müssen wir nur gucken, dass sie nicht zu groß wird. So. Und da wir ja, wie gesagt, keine Mauern nicht wirklich bauen können, anderweitig, mache ich es halt so, dass wir da eben mit den Straßen dann drumherum gehen. Dann sieht es immerhin ein bisschen sauberer aus, als einfach nur diese Geländekante. Das kann man ja dann, wenn man möchte, kann man das ja dann nochmal umtauschen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ist ein bisschen ungünstig, dass hier die Brücke natürlich ist. Ich bin am Überlegen, ob ich hier vielleicht so einen Bereich hier mache, das nochmal ein bisschen weiter. Aber viel weiter möchte ich da nicht mehr gehen. Viel weiter möchte ich da nicht mehr gehen. Und dann gehen wir hier so rein. So, dann sind alle Kanten hier nämlich gerade. Und die Insel, die mal hier war, die ist auf jeden Fall komplett weg. Die ist auf jeden Fall komplett weg. Und dann müssen wir hier natürlich auch nochmal schauen. Jetzt halt auch nicht so diese mega ruhige Hand dafür eigentlich. Das hier schön gerade zu machen. Hätten wir hier das auf die Weise. Und im Endeffekt könnten wir halt mit der Brücke dann schon mal rüber gehen. Also so sieht das mal hier von oben betrachtet im Groben aus. Da müssen wir diese kleine Landzunge hier nochmal ein bisschen erweitern, damit die Brücke da auch drauf passt. Die müssen wir dann zuerst bauen. Oder erst die Keilmauern. Da ist halt die Sache, da müssen wir halt die Häfen eigentlich zuerst machen. Im Endeffekt wäre das dann von der Straße, wäre das die sechsspurige hier. Die hier dann. Falsch. Die hier dann auf der Höhe. Boah, keine Ahnung, welche Höhe das war. 30? Nee. Weiß nicht, ich denke mal 40 war die Höhe, gehe ich von aus. Irgendwas so Rundes haben wir auf jeden Fall genommen. Da wäre jetzt halt die Überlegung, ob man hier dann solch eine Straße nehmen soll. Das wäre halt hier vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann machen wir das mit der Straße dann weiter vielleicht. Ist ja ungünstig, dass es die hier ist. In dem Fall müssen wir hier natürlich die Bereiche einfach nochmal ändern. Den Straßentyp. Es wird halt ein Stückchen breiter dadurch, aber das ist nicht schlimm. Dann geht es ab hier halt mit dieser Art Straße weiter. Es ist halt bei so mächtigen Brücken, finde ich das immer etwas schwierig, weil jetzt halt, ja, halt so viele Stützen entstehen. Es muss gerade sein. Wir hätten natürlich auch noch andere Brückenarten, die wir machen könnten, aber die passen, finde ich persönlich nicht. Ich finde das
würde ich hier zum Beispiel, also die Golden Gate Bridge würde hier nicht passen. Ist das überhaupt? Was ist denn das? Ja, die gleiche. Oder? Die sage ich mal von hier so rüber. Obwohl, die passt viel, viel besser. Ich nehme alles zurück, die passt viel, viel besser. Bauen jetzt? Wurde sich eh mal gewünscht, muss ich zugeben. Das geht nicht, ne? Entfernung zu gering. Ah, okay. Okay. Dann passt das. So. Ist auf plus 2. Minus. Wir gehen auf jeden Fall ins Minus. Zack. Okay. Ich habe mir überlegt, wenn hier drunter dann eben Industrie ist, dann wird das gar nicht so schlecht aussehen. Das Problem ist halt nur, dass es halt hier dann so endet. Also hier drüben ist das Ende auf jeden Fall besser. Oh ja, die hat sogar diesen kleinen Bogen drin, guck mal. Die geht hier hoch und runter. Ah, das ist schön, muss ich zugeben. Das ist schön. Jetzt hat nur die Frage, ob wir hiermit zurechtkommen. Ach, jetzt ist es wieder die andere Straße, das gibt's einfach nicht. Da frage ich mich aber, und das ist wirklich so eine Sache. Okay, das ist 55. Das sah aus wie so eine Schnellstraße gerade. Jetzt müssen wir das wieder rückgängig machen. Ist gar kein Problem. Ja, ich mache das gerne. So. Mann, gibt's doch nicht. So. Vielleicht wollen wir die Brücke ja nochmal umbauen, habe ich mir gedacht. So, das geht hier halt drüber. Und startet halt hier dann. Das ist halt so das einzige Ding, wo ich sage, okay, aber wenn hier drunter dann eben Gebäude stehen, könnte sich das auch wieder komplett ändern. Ich finde das mit der Stütze hier in der Mitte, glaube ich, ganz cool. Hier kommen ja eh dann nur Straßen so weit rein. Dann machen wir auch wieder mit der Keimauer das. Da müssen wir noch gucken, welche Straßen. Und dann haben wir hier, glaube ich, die Golden Gate Bridge. Und dann gehen wir hier dann wieder runter mit der Straße. Okay. Ich finde das cool, dass sie in sich auch diesen Bogen mit dabei hat. Das muss ich wirklich sagen. Dann haben wir den nämlich auch mal gebaut. Und gerade weil wir ja hier die Möglichkeit haben für große Brücken, können wir da auf jeden Fall auch ein bisschen gucken, dass wir das vermehrt bauen. Vor allem ist das auch von den Stützen her, sieht das besser aus, weil wir hier einfach nur zwei Stützen haben. Viel, viel besser. Ja, das ist okay. Und jetzt ist halt noch eine Sache, die wir halt, über die wir reden müssen, ist, dass wir hier die Bereiche, den hier drüben, dass wir das miteinander verbinden. Und da gucken wir jetzt mal, ob das möglich ist, indem wir einfach hier dann solche Brückenverbindungen machen. Und das mehrfach. Dass sie halt schön verteilt sind. Okay, hier geht's nicht. Das ist schade. Haben wir hier Verbindungen auf jeden Fall, die rübergehen. Manchmal macht das halt einfach nicht, ne? Das macht er dann aber komischerweise. Es bleibt halt dieses Mauerteil, das ist schon gut. Ich muss hier zwischendrin, muss ich auch nochmal probieren, ob ich das vielleicht so hinkriege. So, weil das sind ja alles Brücken und die können wir ja hier miteinander verbinden. Dann haben wir hier so ein paar Verbindungen rüber, das sieht halt auch ganz cool aus. Da wir ja Kanäle jetzt noch nicht so direkt irgendwie richtig bauen können, machen wir das halt jetzt erstmal so, dass wir das halt, wenn eben hier einfach mit den Straßen halt machen. Das ist ein bisschen ungünstig, dass halt Straßen immer sein müssen, aber ja, das machen wir. Und hier soll auf jeden Fall ein Frachthafen hinkommen. Wir bauen die Frachthäfen, die werden aber noch nicht angeschlossen werden. Das kann ich schon mal sagen, weil da braucht man natürlich noch mal ein bisschen länger für. Wir werden die dann tatsächlich erstmal bauen, so dass wir halt drumherum das irgendwie dann hinbekommen. Ach so, sind die groß. Nee, wusste ich natürlich, dass die so groß sind. Okay, ich habe mir die ein bisschen kleinere vorgestellt, muss ich zugeben. Ein bisschen kleiner. Au. Okay, dann brauchen wir nicht so viel. Passt das ja.
Dann passt das ja sehr gut. Meine Güte. Okay, war das so? Das ist jetzt halt immer so Stück für Stück Arbeit, die wir hier machen. Das ist halt die Frage. Wir kriegen halt... Kriegen wir daran einen Mauerteil? Macht er eh nicht, ne? Jetzt baut das nicht. Nur immer im Wasser sind. Es ist mir klar, dass ihr im Wasser seid. Das ist ein Frachthafen. Wäre schlecht, wenn er nicht im Wasser wäre, aber... Das kriegen wir dann so nicht gebaut, ne? Straße benötigt ist das eine, aber Wasser ist das andere. Geht das gar nirgends? Doch hier, weil wir hier weiter zurück. Der muss dann komplett zurück. So macht er sich. Er dreht sich dann halt sehr, sehr eigenartig. Oh Mann. Ich kann das aber halt für mich... Ich kann hier nichts dran ändern. Also ich kann das nicht so drehen, wie ich das haben möchte. So würde er ihn halt hinmachen. Ja, großartig. Das ist ja schräg bis zum geht nicht mehr. Das ist ja schräg bis zum geht nicht mehr. Scheinbar nimmt er die Kante hier nicht anders. Okay, wir gucken mal. Das Ding zu verschieben ist jetzt auch nicht das große Problem zur Not. Da müssen wir halt schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Jetzt will ich gerade mal kurz eine Sache testen. Können wir hier... Guck mal, wir kriegen hier einen guten Abschluss hin. Bis auf hier dann nicht mehr. Mann. So, das sind jetzt halt Dinge, die wir halt jetzt auch Stück für Stück dann eben gucken müssen. Ich weiß nicht, ich habe ja auch im allerersten Projekt tatsächlich bei Cities Skylines 2 damals, das auf der San Francisco-Karte, für die Leute, die sich erinnern, da haben wir auch schon sehr, sehr viel da mit versucht und haben so Inseln aufgeschüttet und haben auch schon mit den Kaimauern gearbeitet, was deutlich anstrengender war damals, aber haben wir auch schon ein bisschen was gemacht, ne? War auch ganz cool. So, wir gehen erstmal ein bisschen weiter hier raus. Wir ändern das ja wieder. Wir machen das erstmal so, dass wir hier so dran gehen. Gehen hier nach vorne und machen jetzt hier dann auch wieder das mit der Keilmauer, dass wir so einen einigermaßen guten Abschluss hier haben. Ist ein bisschen Friemelarbeit, aber das müssen wir halt Stück für Stück dann machen. Das werden wir heute auch nicht fertig bekommen. Das kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. Das sind so Dinge, da möchte ich mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen. Guck mal, jetzt haben wir hier einen einigermaßen ordentlichen Abschluss, finde ich. Muss ich zugeben. Das ist okay. Wir haben also ein bisschen die Kante, aber das passt. Ja. Dann haben wir hier die Verbindung. Und wir müssen jetzt natürlich hier auch schauen, dass wir hier an dieser Seite uns so weit verbinden. Mal hier eine Straße durchbauen. Hier kommt dann auch nichts mehr anderes hin. Muss mir das immer natürlich gut überlegen, wie ich hier was mache. So, wir gehen hier nochmal ein Stückchen weiter raus. Ich glaube, mit der Golden Gate Bridge sieht das echt gut aus, finde ich. Das sieht echt gut aus. Jetzt würde ich hier gerne mit dieser großen Straße vielleicht arbeiten. Hatte ich mir überlegt. Die Frage, ob ich das mit der machen möchte. Die hat halt die asymmetrischen, ne? Die hat halt die asymmetrischen Straßen. Das ist halt ganz praktisch. Ja, sag mal, das ist so Stückchenarbeit hier, was wir hier betreiben. So Stück für Stück wird das hier. Geht dann immer weiter. Ich muss mal gucken, wie ich die Straßen da noch enden lasse. Bei der ist es ein bisschen einfacher dann mit dem Gelände. Ist so. Dann wird es sauberer und sauberer.
Jetzt haben wir hier vorne halt die Möglichkeiten. Da könnte man zum Beispiel dann eine Lagerhalle, könnte man so hinstellen. Dann hätte man hier nämlich einen Endpunkt. Und hofft halt einfach, dass er funktioniert. Macht hier nochmal das hin. Und Eisenbahnverbindung machen wir nicht. Hätten wir hier nochmal eine Lagerhalle. Jetzt wäre es mal interessant zu wissen bei dieser Lagerhalle, ob hier drumherum Mauer ist. Da drumherum ist tatsächlich Mauer. Sehr, sehr praktisch. Da müssen wir tatsächlich auch nichts machen. Und dann würde ich gerne. Wie machen wir das denn jetzt hier? Also, wir gehen hier. Wir machen das mit einer Einbahnstraße auf jeden Fall. Ich glaube, das lohnt sich am meisten. Wir gehen hier durch. Wir machen das. Gehen hier durch. Gehen hier wieder nach vorne. Und lassen das hier so enden. Jetzt haben wir dann ein Projekt angefangen hier. Merkt das schon. Im Endeffekt ist das hier unnötig. Im Endeffekt könnte man das auch mit der zweispurigen hier einfach wieder. Ne? Möchte ich aber nicht. Ich möchte hier irgendwas hinbauen, dass die zwei Spuren hier in die Richtung auch notwendig sind, weil ich eigentlich die Straße gerne lassen möchte. Ich möchte diese Straße hier gerne lassen. Das heißt, wir bräuchten hier irgendwas, was Sinn ergibt. Man könnte Müll zum einen hier versuchen hinzustellen. Wie groß wären wir denn? Mülldeponie ist so. Recycling. Das ist halt riesig, ne? Das ist halt schwierig. Könnte das aber unter die Brücke machen. Dann wird man aber die Brücke irgendwann dann doch ein bisschen. Ja, dann hat man doch ein bisschen viel unter der Brücke, ne? Hier sollen so Kanäle durch sein, dass man hier natürlich dann auch zum Beispiel nicht nur mit Fracht, sondern vielleicht auch einfach ganz bequem mit Passagieren dann hier durchgehen. Passagiere funktionieren eh nie. Bin mal gespannt, ob wir das hier besser hinkriegen. Ja. Deswegen wäre das jetzt hier halt im Endeffekt die Überlegung, wie man das halt macht. Könnte hier tatsächlich auf die andere Seite als Brücke dann früher oder später gehen. Hier machen wir ja auch nichts anderes, als diese kleine Straße hier zu bauen. Wir gehen hier nach vorne. Gehen hier durch. Na? Und wandern hier dann in die Richtung. Ein bisschen. Bisschen weiter darf es gerne. Wir gehen mal bis hier hin. Machen aus der Straße jetzt hier auch schon mal diese Kaimauern. Ja, das wird auch wieder so ein Mega-Hafen hier. Das merke ich schon. Ich sag mal so, die Waren sind ja nicht so ganz unwichtig. Obwohl, wenn man jetzt betrachtet, wie viel wir schon ins Plus gehen. Nicht so unbedingt extrem notwendig, aber eigentlich ganz cool, dass wir das dann haben. Geht ja auch ein bisschen darum, die Sachen zu bauen, hier rein optisch. Machen das so. Und jetzt könnte man hier halt. Da ist jetzt halt die Frage. Ob man vielleicht, wenn man hier so durchgeht, diese Straße hier auch wieder zur normalen Straße macht. Um die halt dann hier drehen zu lassen. So, dann machen wir die Zebrastreifen alle weg, weil ich glaube nicht, dass hier irgendjemand unterwegs ist, der hier irgendwo drüber möchte. Und wenn, gucken wir einfach mal, dass wir das dann wieder, Zebrastreifen wieder hinbauen. Wir werden es ja merken. Irgendwelche Sachen sagen dann ja, sie haben Probleme. Und jetzt, das passiert jetzt. Jetzt ist halt das hier der Lagerpunkt. Das ist natürlich das Schwierige. Wir haben jetzt hier die Industrie, das ist der Vorteil. Jetzt nehmen sie das aber hier als reinen Lagerpunkt. Man merkt schon, dass hier Autos unterwegs sind, die hier teilweise rüberfahren.
Doch, wir fahren hier rüber. Rüberfahren, um dann halt hier eben das Lager aufzufüllen. Obwohl halt der Im- und Export noch gar nicht irgendwie eintrifft. Ja, das ist halt immer der Nachteil. Das machen sie beim Frachtbahnhof auch. Aber ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber wie gesagt, also gerade wenn man sich das so betrachtet, könnte das am Ende des Tages eine ziemlich, ziemlich schicke Ecke werden. Da wir ja hier eh vorhaben, eine große Stadt zu bauen, machen wir hier halt dann doch ein bisschen größer die Industrie. Ich finde, das könnte man dann auch, das lohnt sich. Dann werden wir hier drunter, bauen wir dann auf jeden Fall Industrie auf. Könnte man sogar schon machen. Wir gucken mal, dass man da ein bisschen hier unten vielleicht im quadratischen Stil das macht. Dass das hier natürlich einigermaßen ordentlich dann auch aussieht. Naja, gut, also das Raster kriegen wir eh dann nicht perfekt hin. Das könnte man hier dann machen. Müssen halt immer gucken, ob es klappt. Manchmal lässt das nämlich nicht zu. Von der Straße an sich. Jetzt können wir halt überlegen, ob wir hier dann Industrie halt reinbauen schon mal so ein bisschen. Weil wir haben ja eh... Wir haben ja eh hier 9,6%... Ich habe bei der Wäre jetzt noch eine Mod mit reingenommen, dass man hier, wenn man Sachen baut allgemein, dass man hier nicht immer diesen extremen Beispiel, dass diese Statistiken sich nicht öffnen. Auch die Statistiken sehen einfach besser aus dadurch. Du siehst halt viel, viel besser, was hier wo Sache ist, auch verkehrstechnisch. Straßen, es leuchtet alles ein bisschen mehr. Wir merken aber auch, dass wir verkehrstechnisch Sachen gemacht haben, die gar nicht so schlecht waren. Also wir sind wieder bei 70 im Dendreh. Das geht auf jeden Fall wieder voran. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Weil wir waren ja bei 50 oder so. Da ist das deutlich besser. Und jetzt mache ich das, was ich immer mache. Ich mache hier, ich baue einzeln die Gebäude. Ich baue einzeln diese Gebäude, damit wir hier dann die Lager nicht bekommen. So. Ich habe irgendwie... Wenn ich so, ich habe es mal getestet gehabt. Ich habe mal so auch so eine Landzunge aufgeschüttet, wie jetzt hier, und habe das in einem dann komplett markiert. Und da hat die Industrie, ich glaube, das war auch am Frachthafen, 50 bis, ich sag mal, 70% waren einfach Lager von allem, was da aufgebaut hat. Habe ich das wieder entfernt und habe alles einzeln gesetzt und hatte dann vielleicht noch 10%, was hier von als Lagerindustrie dann gebaut worden ist. Und seitdem mache ich das halt so, dass ich hier hingehe und einfach lieber die Sachen einzeln bebaue und gucke, dass halt so keine kleinen Gebäude, so wie auch hier wieder, entstehen. Sondern dass die halt erstens größer sind und dadurch halt dann wahrscheinlich Gebäude sind, die halt Arbeitsplätze dabei haben. Das ist jetzt vom Anschluss, das ist miserabel momentan, aber das kommt jetzt halt Stück für Stück, dass man natürlich die Anschlüsse hier dann auch richtig hinbekommt. Ich muss mich nur noch mal so ein bisschen dazu entschließen, wie mache ich denn hier diesen Anschluss? Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass, glaube ich, hier die Industrie an sich unter der Brücke ganz cool aussehen könnte. Wenn dann eben die Leute dann früher oder später hier drüber fahren und da unten dann eben die Industrie ist. Gerade wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, das so zu machen, dass wir ja hier bequem unter den Brücken bauen kann. Also auch ohne Anarchie. Im ersten Teil ging das ja nicht. Sollte man das halt auch nutzen. Genauso sollten wir halt nutzen, dass wir hier eigentlich... Doppeldeckerbrücken, also so Straßen halt auch über andere Straßen platzieren können. Auch das sollte man irgendwie mal mehr benutzen. Das mache ich auch viel zu wenig. Das muss ich auch sagen. Also allgemein in dem Projekt mache ich das sehr wenig. Mach das mal so. Das ist ein Wahnsinn, was hier los ist, ne? Obwohl hier einfach das nur als Lager verwendet wird. Man merkt einfach, so Lager bräuchten wir hier im Spiel. Die fehlen einfach. Es fehlt einfach die Möglichkeit, hier irgendwo Lager aufzubauen. Also so Lagerhäuser. Die Frage, machen wir das gerade? Ja, wir probieren schon, dass es gerade hier ist. Ich würde hier... Das ist jetzt natürlich nicht richtig. Würde hier auch mit der großen Straße durchgehen wollen. Macht doch nicht. Und dann hier das auch so zu machen. Gehen wir hier weiter, machen die Ecke hier richtig. Gehen hier dann durch. Gucke mal, das sieht doch wirklich ganz gut aus.
Das gefällt mir richtig gut bis jetzt. Wie gesagt, wir machen mal, wie gesagt, die ganzen Zebrastreifen machen wir hier weg. Teilweise Ampeln müssen wir schon lassen. Also hier würde ich Ampel lassen. Hier lassen wir sie mal weg. Und dann baut sich das halt hier Stück für Stück auf. Unter der Brücke kann man eh nichts machen. Deswegen ist das jetzt eh nichts. Also da kann man, wenn dann nur Sachen bauen, aber nichts mit einem Frachthafen machen. Und hier vorne muss ich halt dann auch nochmal überlegen, wie ich das hier mache. Obwohl ich dazu tendiere. Mal kurz gucken, wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt hier einfach wegmache. Hier sieht es halt nicht so gut aus. Da könnte man dann auch das Stück nochmal machen, weil das braucht man nicht. Weil das ist ja über den Hafen an sich angeschlossen und es scheint ja auch zu funktionieren, sonst wären da schon Probleme da. Dann können wir den nämlich so frei stehen lassen. Das finde ich persönlich auch immer eine ganz schöne Sache. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch einen Baum reinkriege. Ist auf jeden Fall wichtig, der Baum jetzt. Sehr gut, hat auch funktioniert. Das war's dann aber auch. Gut. Ja. Sieht schon schick aus, oder? Also, man merkt, in welche Richtung das geht. Ist auch wichtig, dass hier unten drunter Gebäude dann gebaut werden, die halt keinen Schornstein haben, damit der Rauch dann nicht durch diese Straße kommt. Scheint auch ganz gut zu funktionieren hier. Wie man sieht, also da wird auf jeden Fall, glaube ich, auch ein bisschen drauf geachtet. Was ich schon mal eine gute Sache finde. Und ja, wie gesagt, hier kommen dann halt auch nochmal Häfen hin. Hier, hier. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Würde ich jetzt, ich habe überlegt, was ich hier noch hinbaue. Ob ich hier nochmal vielleicht einfach Parkplätze reinstellen möchte. Andererseits, ob ich dann hier die Straße hier nochmal ändern möchte. Ah, das geht ohne Anarchie, geht das dann gar nicht. Okay, wegen Wasser. Okay, das hätten wir uns vorher entscheiden müssen. Verstehe, verstehe. Der passt nicht. Die passen. Erstmal könnte ich hier halt Parkplätze reinstellen. Der dürfte sich hier auch dann verbinden. Damit man einfach diese Bereiche vielleicht ein bisschen gefüllt bekommen. Ja. Das sieht ordentlich aus bis jetzt. Sieht ganz ordentlich aus bis jetzt. Hier vorne haben wir dann auch, sage ich mal, nichts anderes als, guck mal, vielleicht Straßeninstandhaltung nochmal hinsetzen. Als Gebäude. Und hier könnten wir dann vielleicht eine Sache machen. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay, er nimmt die Straße, ist schon mal wichtig, weil ich will das Raster von der großen Straße weghaben, weil hier ja der Bogen ist. Und würde dann gerne hier das macht er nicht, ne? Ah, ist schmaler Grad von dem, was er macht und was nicht. Das ist halt der Nachteil. Muss eigentlich von der Wasserseite aus immer bauen. Dann geht das. Dann hätten wir hier nämlich auch nochmal einen Bereich, wo wir dann eben auch nochmal mit der Industrie hier arbeiten können. Ist ja beim Frachthafen tatsächlich nichts anderes, was irgendwie ganz cool wäre. Was ihr da Ideen habt, was beim Frachthafen noch so reinpassen könnte von den Gebäuden her, dann einfach mal mich wissen lassen in den Kommentaren. Wir haben ja hier noch ein bisschen Platz. Ich denke mal ganz so schnell, ich werde das nicht alles nacheinander bauen. Muss man mal sehen, das kann ich halt noch nicht so sagen. Aber es ist, im Endeffekt ist es auch nicht der letzte Hafen, den wir bauen. Durch das, dass wir hier halt so eine Möglichkeit haben mit dieser, mit dem Wasser, was hier reingeht, können wir da natürlich dann auch ganz gute Dinge machen. Ja, komm, das machen wir weg.
Überlege ich gerade, ob das so oder andersrum besser. Ich glaube, so rum ist besser. Hier eine kleine Feuerwehr mal reinzupacken. Ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee. So, dann baut sich der Hafen nämlich da schon mal auf. Wie gesagt, die Fahrzeuge sind fleißig unterwegs, aber die Schiffe an sich, die werden natürlich noch mal ein bisschen auf sich warten lassen. Ich möchte dann erstmal alle Frachthäfen haben, möchte gucken, wie kriegen wir das am besten dann miteinander verbunden. Das ist ja auch immer wichtig. Da muss ich sagen, das finde ich halt nicht so schön. Diese Seite hat hier auf jeden Fall gar keine. Warum hat die denn keine Mauer? Guck mal, hier alles so schön mit Mauer und auf der Seite fehlt das einfach. Bin ich so ein bisschen enttäuscht. Das kann ich aber nicht ändern, ne? Ah, naja, gut. Ist halt so, ne? Ist schade, aber ist halt so. Vielleicht fehlt da einfach nur das. Normalerweise macht das gar keinen Sinn, dass wir hier... Warum ist hier die Ding? Vielleicht, wenn, dann hätte ich es verstanden, weil hier ja auch Gelände war, dass es hier vielleicht zutrifft, aber hier, das trifft ja nicht zu. Ein bisschen ungünstig, aber naja, gut. Kleinere, unschöne Ecken, die haben wir halt leider. Da können wir nichts dran ändern. Und da würde ich gerne hier einfach auch vielleicht nochmal hier drunter, wir machen das wirklich ja auch mal drunter dann direkt. Extra. Haben wir den Bereich da drunter auch schon mal rausgenommen. Ja. Haben wir hier noch eine Polizei, weil ich glaube, am Hafen ist die Kriminalität auch ziemlich hoch. Da können wir das dann so ein bisschen machen. Ich lasse ihn jetzt halt einfach an, weil, wie gesagt, geldtechnisch ist es relativ egal, ob der uns jetzt schon irgendwo monatlich Geld kostet. Jetzt überleg mal, hier kommt dann nochmal ein Frachthafen hin, an dieser Stelle. Irgendwie. Und dann halt nochmal einen... Hier einen Güterbahnhof. Und höchstwahrscheinlich gibt es hier, also bei der Größe, muss man echt gucken, gibt es hier einen Frachthafen. Ich hätte gerne übers Eck, ne, ums Eck, so einen Eckfrachthafen gebaut mit zwei, ganz gerne. Hier kommen die Schiffe ja ganz gut durch. Also hoffe ich auf jeden Fall, dass wir hier durchkommen. Wir sind auf Höhe 40. Das könnte knapp werden tatsächlich. Daran habe ich nicht gedacht. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Wir werden das nicht bauen können. Wir können es mal testen, aber wir können das wahrscheinlich... Ups, das ist vielleicht ein bisschen groß. Wir können das wahrscheinlich ohne... Ah doch, wir können das ohne die Anarchie bauen. Stimmt. Im Nachhinein können wir das, glaube ich, nicht machen. Aber so können wir das dann machen. Dieser breite Weg wäre... Ja, der wäre eindeutig ein bisschen zu breit. Ah, verstehe. Dann können wir hier nämlich schon mal den Weg durchbauen. Der geht dann hier weiter. Und da merkt man, dass es ein bisschen knapp wird hier schon. Dass wir hier dann mit der Linie durchgehen und dann halt auch nochmal einen Frachthafen bauen. Da müssen wir mal gucken. Aber das geht auf jeden Fall. Okay, perfekt. Ich glaube tatsächlich, dass die Brücke wahrscheinlich sogar, dass man die da drüber bauen könnte. Auch ohne Anarchie. Ich weiß nicht, Brücken waren immer das Problem, aber das waren die Stützen. Und die hat ja wenig Stützen. Okay, puh, Glück gehabt nochmal. Ich hoffe wirklich, dass es reicht, aber das werden wir dann sehen. Zur Not könnte man sie nochmal neu bauen. Das würde auch ohne Probleme gehen. Ich glaube, das müssen wir testen, bevor wir dann hier das komplett abschließen. Aber, also im Großen und Ganzen, auch wenn jetzt tatsächlich noch nicht viel angeschlossen ist, außer dass halt das Lagerhaus schon gut verwendet wird, müssen wir mal gucken, dass wir hier dann nächstes Mal vielleicht ein bisschen weitermachen oder nächstes Mal uns auch wieder ein bisschen darum kümmern, dass natürlich die Stadt wächst. Aber ich wollte das einfach mal probieren und ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht, dass es doch optisch nochmal ein Stückchen besser als in der Vorstellung aussieht jetzt. Und ich glaube, dass es wirklich hier an dieser Ecke doch auch ganz gut passt, gerade weil ja hier die große Brücke dann eben rüber geht. Und ja, wie das gebaut ist, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall mit dem Frachthafen begonnen und sind tatsächlich auch ganz gut vorangekommen. Wir haben immerhin schon mal einen Frachthafen, ein Lagerhaus, auch wenn die eine Ecke am Lagerhaus nicht ganz so toll aussieht. Wäre cool gewesen, wenn da halt auch einfach hier so Betonklotz noch unten drunter gewesen wäre. Ich verstehe nicht ganz, warum bei dieser Lagerhalle überall drumherum dann eben eine schöne Kante ist, bis auf die eine Seite. Aber da können wir halt nicht unbedingt was ändern.
Und sonst haben wir auch ein bisschen Industrie gebaut, haben dann für die Arbeitslosigkeit auch wieder was getan, dass halt hier wieder ein paar Arbeitsplätze auch entstehen. Und ich denke mal, da werden auch nochmal einige Arbeitsplätze entstehen und der Teil wird anscheinend auch so ein bisschen größer als dem, wo wir schon bisher hatten. Da haben wir hier auf jeden Fall eine große Industrie und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir allgemein dann die Industrie, die haben wir doch schon ganz gut angeschlossen, auch über die Schnellstraßen oder auch über, dass wir eine gute Stadtanbindung haben. Wir haben auch zwei gute Verbindungen Richtung den Freeway. Also das geht schon ganz gut eigentlich. Da müssen wir halt auch gucken, wie wir das dann eben mit den Gleisen auch hinbekommen, dass wir die da durchverlegen. Das wird auch nochmal eine sehr komplizierte Sache, glaube ich. Aber das machen wir halt einfach Stück für Stück ganz gemütlich. Und wir hetzen bei dem Projekt ja auch nicht. Also wir sind jetzt ja auch schon, wir haben jetzt, glaube ich, das ist heute die 36. Folge. Und ja, die Stadt ist ja im Anführungszeichen noch relativ klein, ne, für die Folgenanzahl. Also wir stressen uns hier nicht. Die Karte bietet viele Möglichkeiten. Ich habe sehr, sehr viele Ideen für dieses Projekt. Und ihr habt Spaß an dem Projekt. Und das ist die Hauptsache. Deswegen, ja, werden wir hier auf jeden Fall uns da in der Hinsicht keinen Stress machen, dass wir umso, also sehr, sehr viel in Folgen packen unbedingt. Das kommt dann immer drauf an, was halt eben gemacht wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Es wäre sehr lieb von euch, wenn ihr hier natürlich eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Ihr könnt natürlich auch gerne hier den Kanal kostenlos abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Den Link zum Abonnieren findet ihr einerseits hier im angepinnten Kommentar und natürlich auch hier die letzten Folgen. Die Playlist ist dort verlinkt von Great Lake und ganz unten, wenn ihr das dann ausgeklappt habt, werdet ihr dann auch den Link zu meiner Modliste finden oder halt über die Videobeschreibung. Da ist das natürlich auch mit drinne verankert. Genau, in dem Sinne, ich wünsche euch was, macht es gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!